Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ich habe euch ja versprochen, dass wir uns den Freibriefen auch mal widmen werden. Und die Dame hinter mir, die wird uns jetzt da so ein bisschen in diese ganze Materie einführen. Wie gesagt, ich habe die Freibriefe schon aufgenommen gehabt mit der Druidin, habe sie aber noch nicht hochgeladen, deswegen kann ich dazu zusätzlich jetzt noch die ein oder andere Sache erzählen. Baderun hat mir schon erzählt, was für... Achso, das war die mit den komischen R's. Eine tatendurstige Abenteuerin du bist. Wirst du dich nicht auch einmal an den Freibriefen versuchen, welche die Abenteuergilde verteilt? Freibriefe sind Aufträge, mit denen Bürger sich an die Abenteuergilde wenden. Die Gilde trägt also nur als Vermittler auf. Es gibt verschiedene Aufträge, zum Beispiel Gefechts- oder Fertigungserlasse. Es sind eine ausgezeichnete Gelegenheit für jeden Abenteurer, sich einen guten Namen zu machen. Warum tappst du nicht mal rüber zum Tölpelturm-Siedlung und sprichst mit Svyxgif oder so? Er wird dir deinen ersten Auftrag geben. So, das werden wir natürlich machen. Ich habe nur keine Ahnung, wo jetzt die Tölpelturm-Siedlung gewesen ist. Moment, wir sind hier. Achso, durch das zentrale Lanoskea und dann wieder nach oben. Da war das okay. Ich sehe es nämlich nicht ein, hier immer die Fähre zu nehmen und ich glaube 40 Gil dafür zu bezahlen. Auch wenn das wahrscheinlich schneller und näher wäre, aber nee. Also ich muss auf jeden Fall Gil sparen. Ich werde da jetzt mal eben rüberlaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, irgendwo hier links sollte das jetzt sein. Da ist er. Hallo, meine Liebe. Ich bin der Herr Unaussprechlich von der Abenteurergilde, stets zu Diensten. Wenn du den Bürgern der Tölpelturmsiedlung einen Gefallen tun möchtest oder dich nach Ruhm und Ansehen sehnst, bist du bei mir an der richtigen Adresse. Mokri hat dich geschickt, nicht wahr? Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Nur eine klitzekleine Sache wäre da noch, bevor ich dir einen echten Freibrief erstellen kann. Es handelt sich um eine Art Probebrief. Probefreibrief. Denn ich muss ja wissen, ob man sich auch auf dich verlassen kann. Bist du damit einverstanden, zuerst einen meiner Probeaufträge zu erledigen? Ja, ich bin es ja nicht anders gewohnt. Gefräßige Riesenkrabben. Oh, nee. Aber nicht diese Viecher jetzt, wo ich gerade dran vorbeigelaufen bin, oder? Fressen mir noch den ganzen Fisch weg. Welche Abenteurer vertreibt sie, damit ich wieder in Ruhe Fisch essen kann? Aber sei auf der Hut, denn die Krabben nehmen gerne mal Reis aus. Stell ihnen nach und lass bloß keine entkommen, sonst kommen sie in Handumdrehen mit Verstärkung zurück. Oh. Okay. Ja, ich muss ja dann leider den machen, ne? Wobei die Krabben, mit denen habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Sehr anständig von dir. Megalokrabben, ja, haben die Angewohnheit, bei Anzeichen von Gefahr Zuflucht bei ihren Artgenossen zu suchen. Wenn man sie nicht schleunigst erledigt, kann es ungemütlich werden. Okay. Wo soll das denn sein? Ja, steht jetzt hier nicht drin. Ach so, Moment, es ist aber dieses grüne Zeichen, oder? Ja, genau, okay. Das müsste dann, denke ich, mal hier vor sein, oder? Es ist so ein bisschen komisch eingezeichnet, als ob das hier mitten in der Siedlung ist, aber ich denke mal, dass das hier irgendwo davor ist. So, gefräßige... Wie, ich kann den hier nicht öffnen. Ja, wo denn dann? Da unten noch bestimmt nicht, oder? Hä? Gefräßige Riesenkrabben. Wieso kann ich den Auftrag nicht öffnen? Was soll denn der Quatsch jetzt? Um mit einem Freibrief zu beginnen, öffne zunächst das Archiv. Ja, das ist ja alles klar. Wähle dann den Freibrief aus. Ach so, Moment. Ja, die Karte kann ich aber auch nicht öffnen. Wähle deinen Freibrief aus, um detaillierte Belohnung der Ziele zu kriegen. Ein Klick auf die Schaltfläche Karte zeigt dir die ungefähre Position der Ziele des Freibriefs an. Ja, tut es aber nicht.
Es empfiehlt sich erst mit einem Freibrief zu beginnen, wenn man in der Nähe ist. Das verstehe ich ja auch alles. Das ist ja auch alles nicht das Thema. Aber angeblich soll das ja hier sein. Und der öffnet die Karte nicht. Wieso öffnet der die Karte hier nicht? Das ist das, was ich jetzt nicht verstehe, weil das hat nämlich bei der Druidin wunderbar funktioniert, als ich in einem Kreis stand. Eine Liste. Ja gut, das ist jetzt, wie man normalerweise annimmt. Also wie gesagt, ich stehe jetzt genau hier im Mittelpunkt von gefräßige Riesenkrabben. Gefräßige Riesenkrabben sind der Freibrief. Ja, das ist das hier. Ah, Moment. Schwierigkeit, empfohlene Stufe 4 plus. Oh, ich sehe nichts. Hallo. Also es wäre schon gut, wenn man was mehr sehen würde, aber ansonsten. Ja, jetzt haut der natürlich ab. Nee, ich habe ihn doch noch besiegt. Ah, okay. Zum Aussteller zurückkehren. Ja. Ja, also war jetzt ein bisschen seltsam. Hier unten stand nämlich Freibrief, da drückte ich drauf wie so eine Blöde. Hat nicht funktioniert. Aber ich musste da oben erstmal draufklicken. Also es war jetzt ein bisschen, ja, blöd gemacht. Du hast den Auftrag erledigt. Hier hast du deine Belohnung. Aufgrund der Schwierigkeit wurde deine Vergütung um 4 Stufen erhöht. Okay, ich dachte, die ist nur für Level 4 plus. Außerdem wurde die Vergütung aufgrund der schnellen Erledigung erhöht. Okay. Ja, der Bonus ist ganz okay. Ich wünschte, alle abenteuerlustigen Draufgänger wären so zuverlässig wie du. Dir kann man mit gutem Gewissen weitere Freibriefe anvertrauen. Die Tölpelturmsiedlung befindet sich im Wiederaufbau und es herrscht ein chronischer Mangel an Arbeitskräften. Die Leute zählen auf dich. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir auch nicht, da nichts Gutes dabei ist. Schmeißen wir das mal weg. So, Städtefreibriefe freigespielt. Möchte dir eine Arbeit anbieten. Es gilt um Gildengeheiße. Du hast bei der Bearbeitung von Freibriefen Mut und Zuverlässigkeit bewiesen. Es ist an der Zeit, dass du dich auch einmal an Gildengeheißen versuchst. Was es damit auf sich hat, wird dir Kommandeurin Tiroro erklären. Du findest sie gegenüber vom Händler. Ich werde für dein Können bürgen. Gegenüber vom Händler. Ja, toll, welcher Händler? Hier kann ich jetzt noch nicht weiter mitsprechen. Arbeit gibt es hier genug. Also, okay. Doch, ich könnte jetzt hier theoretisch schon Freibriefe annehmen. Das ist gut. Ich dachte, ich muss jetzt vorher mit der Kleinen hier sprechen. Gameplayerin, nicht wahr? Dein Ruf eilt dir voraus. Mr. Unaussprechlich hat mir schon von deinen Ruhmestaten erzählt. Vielleicht kann ich dich auch für Gildengeheiße begeistern. Freibriefe konntest du noch alleine erledigen, aber bei den Gildengeheißen handelt es sich um gefährliche Aufträge, die nur mit einer Gruppe zu bewältigen sind. Nur Leute, die sich blind auf ihre Gefährten verlassen können und füreinander eingestehen, haben eine Chance auf Erfolg. Dafür fällt die Belohnung aber auch selbstverständlich entsprechend großzügig aus. Besonders beim ersten Mal, da gibt es nämlich einen Bonus. Neugierig? Du kannst mich jederzeit ansprechen, um einen Gildengeheiß anzunehmen. Ja, kann ich jetzt noch nicht, aber ja, mir wurde ja schon vor 2 Wochen oder so, glaube ich, versprochen, dass wir Gildengeheiße zusammenlaufen. Und wenn die anderen denn endlich mal Zeit haben, dann werde ich das natürlich auch aufnehmen. Ja, Heiltrank finde ich persönlich immer am wichtigsten, sogar wenn ich mich selbst heilen kann. Weil Magicka habe ich bisher doch eigentlich immer genug gehabt. Ja. Ja, Entschuldigung, ich bin immer noch erkältet. Also, bei Tiroro können wir nun Gildengeheiße annehmen, die aber in erster Linie was für Gruppen sind. Ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube nicht, dass man die
dass man dafür eine Gruppe suchen kann. Aber so weit bin ich mir jetzt noch nicht ganz im Klaren. Und bei Mr. Unaussprechlich kann ich jetzt Freibriefe holen. Mit dem sprechen wir jetzt auch nochmal kurz. Da gibt es nämlich Gefechtserlasse, Sammelerlasse und Fertigungserlasse. Sammelerlasse bedeuten, dass man gewisse Sachen sammeln muss. Wir gucken jetzt mal eben unter den genauen Erklärungen nochmal nach. So, Sammelerlasse sind Freibriefe für die Sammlerklassen. Sie können vom Archiv aus gestartet werden, sofern man das entsprechende Werkzeug angelegt hat. Sammelerlasse für Fischer funktionieren allerdings insofern ähnlich wie Fertigungserlasse, als dass sie automatisch aktiviert werden, sobald du sie angenommen hast. Sammelerlasse können nur alleine erledigt werden. Das heißt, die sagen zu uns, die brauchen, weiß ich nicht, 10 Fische von einer speziellen Fischsorte und dann angeln wir so lange, bis wir diese Fische haben und geben die dann ab. Wir gehen jetzt mal eben auf die Sammel. Achso, Moment, ich bin jetzt noch in Erklärungen drin. Wir gehen hier nicht rein. Ich gehe mal eben auf die Sammelerlasse rein. Sammelerlasse erfordern das Auffinden und Sammeln von bestimmten Rohstoffen in der Natur. Je nachdem, welcher Gegenstand gefragt ist, musst du dich vielleicht in Gebiete wagen, die von gefährlichen Kreaturen bewohnt sind. In solchen Fällen solltest du dich so vorsichtig wie auf Kühlpfoten bewegen. So, und dann habt ihr jetzt hier die Übersicht, was wir jetzt eigentlich alles machen können. Minenarbeiter können wir logischerweise nicht. Der wird erst im dritten Gebiet freigeschaltet, wo wir noch keine Gilden freigeschaltet haben. Gärtner haben wir schon freigeschaltet, gibt es aber anscheinend noch keine Briefe für. Für den Fischer. Achso, es kann aber auch sein, dass man den Gärtner eventuell dann auch nur in der anderen Region machen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Für den Fischer hätten wir jetzt eine 3 Kieselkrabben. Kieselkrabben, die habe ich bisher noch nicht gehabt. Okay, ich habe auch keine Ahnung, wo die jetzt genau wären. Könnte ich aber mal ja, versuchen. Dann müsste ich dementsprechend auch Köder, denke ich mal, neue Köder wiederholen. Was war denn das gerade? Wie so ein Geist hier, was hier gerade durchgeflogen ist. Auch düngen will gelernt sein. Hafenheringe abliefern. 3 Stück. Ich meine, Hafenheringe haben wir. Genau, das haben wir mit dem Pillendreher geholt. Die könnten wir also auf jeden Fall machen. Die würde ich jetzt auch mal annehmen. Wo ich bei der Druidin allerdings drauf reingefallen bin, wo ich hier nicht mehr drauf reinfallen möchte. Ihr seht ja hier links Vollmachten 31. Wir können auch nur 16 Freibriefe ja, auf einmal mitnehmen, sage ich jetzt mal. Da werden natürlich mit der Zeit viel, viel mehr angeboten werden. Ich werde das jetzt annehmen und dann seht ihr, wir haben jetzt einen Freibrief, den wir jetzt aktuell haben. Und wir haben nur noch 30 Vollmachten. Das heißt, es geht jedes Mal, wenn man hier eine annimmt, eine Vollmacht weg. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich habe mal mitbekommen, dass wenn man die jetzt wieder ablehnt, die Vollmachten nicht zurückkommen, sondern man wieder bis zum nächsten Tag warten muss. Also man muss eine gewisse Zeit lang warten. Ich glaube, es waren 8 oder 12 Stunden, bis die Vollmachten dann wieder aufgeladen werden. Bei den Fertigkeiten, da sind jetzt momentan noch keine drin, wobei ich mir jetzt gut vorstellen könnte, weil ja hier steht, das ist ab Stufe 10 erst machbar, dass wir bei den Fertigkeiten auch dementsprechend Stufe 10 haben müssten, bis wir entsprechend dann was annehmen können. Ein dreistes Rudel. Zeitlimit 20 Minuten. Den Freibrief drüben beginnen. Ja, super. Achso, hier, Schakale. Okay, da muss man Schakale vernichten. Finde das Rudel und erteile den Schakalen alle Lektionen. Ja, ich hoffe, dass die dann nicht abhauen. Ansonsten würde ich das eigentlich ganz gerne machen. Dorus an Bord, auch Zeitlimit 20 Minuten. Fange wilde Dorus und die Matrosen werden es dir danken. Okay, wie ich die jetzt fangen soll, weiß ich nicht. Ich würde sie jetzt töten. Da müsste ich dann mal schauen, was dann da kommt. Das würde ich aber gerne mal machen, weil das mit dem Fangen, wie gesagt, habe ich noch nie gemacht. Ich würde dann jetzt auch mal, da wir jetzt natürlich keine großen anderen Sachen haben, die wir jetzt machen können, würde ich das mit den Schakalen auch mal mitnehmen. Auch wenn ich Schakale nicht mag. Gegen Monster ausgeführt. Ja.
Keine Ahnung, welche Monster es denn sind. Ich nehme sie jetzt trotzdem mal an. Schockierende Spaßvögel. Sammle dazu Rösslingpollen und wirf sie auf verdächtige Hexagone, um die Imps zu enttarnen. Okay. Nehme ich mal an. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Also das ist jetzt quasi für heute alles, was wir machen können. Ich vermute mal ganz stark, dass wir nämlich hier die anderen Gilden erstmal hochleveln müssen. Auch die Sammlergilden, wobei gerade die Sammlergilden hätte ich natürlich schon gerne genommen. Das mit dem Sammeln. Achso, das waren die Kieselkrabben. Ich habe keine Ahnung. Also ich nehme die mal an für heute, weil ich ja auch die Punkte dafür natürlich haben möchte. Ich weiß aber nicht, ob wir überhaupt die Köder schon haben. Ich gehe mal nicht davon aus. So. Jetzt habe ich ganz viel angenommen. Wir werden dann auch dementsprechend ganz viel machen. Direkt in der Umgebung haben wir die Dodos und das dreiste Rudel. Da laufen wir dann erstmal hin. Ich meine, das ist ja jetzt direkt hier um die Ecke. Das brauche ich jetzt nicht rauszuschneiden. Die Sachen, die ich sammeln muss, die werde ich dann so nicht. Ach, das ist schon wieder hier. Okay. So. Das war jetzt die Sache mit den Dodos, oder? Ja, Dodos an Bord. Schockierende Spaßvögel. Muss ich jetzt hier draufklicken? Oder da drauf? Beginnen. Ja. Ja. Ist okay. So. Ich dachte eigentlich, es geht um Dodos. Aber okay. Nehmen wir halt die Rüstlinge. So, ich erhalte 5 Pollen. Die muss ich jetzt hier drauf werfen, oder wie? Oder was? Ich habe es jetzt irgendwie nicht so richtig verstanden. Moment. Ah. Ich sehe jetzt gerade da hinten. Jetzt weiß ich, warum man 20 Minuten Zeit hat. Ich sehe jetzt nämlich gerade da hinten, dass ich eine Markierung habe. Na komm. Okay, also das geht dann wirklich nur bei diesen ja. Wie soll ich denn da? Oh, das ist nicht gut. Okay, also ich habe jetzt irgendwie nicht verstanden, was ich da jetzt genau gemacht habe, aber gut. Achso, die muss ich ja erstmal. Es ist schon ein bisschen nervig mit dem Markieren jedes Mal. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber ich habe es ja so noch nie gemacht, muss ich ja auch dazu sagen. Deswegen. Ich habe zwar schon diese Aufträge angenommen. Ach, das schon beendet? Hä? Ja, okay, dann ja. Dann geben wir das Ganze mal eben ab. Hallo? Die Tölpeturm-Siedlung kann manchmal etwas, ja, das wissen wir ja. Meine Belohnung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das hast du gut hinbekommen. Hier sind deine Gil. Aufgrund der Schwierigkeit wurde die Vergütung erhöht. Schnelle Erledigung, Kopfgeld. Und hier ist auch deine Belohnung. Den gesuchten Ziel hast du es gezeigt. Und zwar nicht zu zimperlich. Welchen gesuchten Ziel?
Ich hab, also die Imps jetzt, oder was meint er jetzt? Keine Ahnung. Ja, was haben wir denn noch? Moment. Tolldreistes Rudel und die Dodos. Die Dodos. Die habe ich hier doch eben eigentlich begonnen. Und dann kamen diese komischen anderen Viecher hier raus, was mich ein bisschen irritiert hat. Rudel, Dodos. Da. So, ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt einfangen soll, aber wir versuchen es mal. Okay, also mit I hat es nichts zu tun. Ausstemmen. Ja, und jetzt? Verwilderter Dodo. Schwäche das Ziel vorm Besänftigen, aber schlag es nicht K.O. Und besänftige ihn mit den Emote beruhigen. Oh, wo habe ich das denn? Woher soll ich das denn kennen? Das habe ich ja noch nie benutzt. Beruhigen. Ist das jetzt in den Favoriten? Ja, okay. Also ich verstehe irgendwie nicht, woher die ganzen Rattenmulls kommen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Okay, den habe ich jetzt besänftigt. Jetzt sehe ich immer nicht mal, wo ich hin muss. Okay, der Rattenmull. Hallo. So, da ist noch ein Verwilderter. Also so langsam komme ich dahinter. Hallo, Topaz. Greif mal mit an. Ja, wieso? Der zeigt mir doch an. Ach, das sind die, die schon... Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Wieso zeigt er mir die dann an? Hallo. Heute noch. Ah, okay. Das habe ich jetzt... Also, da es jetzt mein erster Freibrief dieser Art ist, muss ich ja gestehen, wusste ich jetzt gar nicht, was ich machen soll. Dass es ein Emote dafür gibt, das wusste ich überhaupt nicht. Aber gut, dass zumindest dieser Text da unten erschienen ist. So, meine Belohnung, die hätte ich gerne. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich habe aber keinen Bonus jetzt auf die Zeit bekommen, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dann müssen wir jetzt noch Kieselkrabben abliefern und die Schakale, Kieselkrabben, Straßenpatrouille, das verstehe ich irgendwie noch gar nicht.
Aber das ist auch nicht hier. Also das müssen wir dann woanders machen. Ich würde sagen, da schalte ich euch dann gleich nochmal hinzu. Aber ich werde erstmal zu dem toll dreisten Rudel gehen. Das ist ja dann nichts anderes. Das ist ja dann nur die besiegen letztendlich. Und ich schalte euch dann gleich zu den Straßenpatrouillen nochmal hinzu, um zu gucken, ob das etwas anderes ist. So, hier soll ich das Ganze jetzt beginnen lassen können mit der Straßenpatrouille. Ich hoffe jetzt nur, dass die dummen Schakale mir da jetzt nicht in den Weg kommen. Okay, hier ist ein Zielort. Ja, hallo. Na jetzt. Was fliegt denn da hinten? Das ist ein Reittier. Sieht ja mal urig aus. Ja, das ist dann der Vor- und der Nachteil bei Final Fantasy, weil man braucht sich ja nicht so wirklich auf die Gefechte zu konzentrieren, weil man ja nicht groß ausweichen muss oder so. Also zumindest meistens nicht. Manchmal natürlich schon ein bisschen. Aber das geht eigentlich mehr oder weniger von selber. Ist bei Teso schon wesentlich anspruchsvoller, weil man halt Ausweichrollen machen muss, dodgen muss und alles, ne? Gegner unterbrechen. Hat aber auch Vorteile, weil man kann seine Umgebung sehr gut sehen. Hallo. Was ist das denn? Ein Kaktus. Ein durchsichtiger Kaktus. Das sieht ja krass aus. So, und das letzte Ziel. Ah, ein verwilderter Dodo geht gerade nach unten. Der macht offensichtlich auch diese. Kommt da noch einer? Kommen sogar zwei, okay. Gut, das ist ein bisschen nervig natürlich, wenn dann zwei kommen und beiden muss man ausweichen. Kotzt der ja eigentlich immer, oder was soll das? Okay, das haben wir jetzt auch durch. Hallo, Patrouille? Darf ich mal weggeportet werden, bitte? Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich dem jetzt auch hätte helfen können, aber ich glaube, es bringt mir jetzt nicht wirklich was, ne? So, dann holen wir uns hier auch die Belohnung mal eben ab. So, kriegen noch einen Bonus dabei. Also gut, hier sind die Routinepunkte dann doch schon um einiges runter. Aber wir haben noch einen satten Bonus, glaube ich, auch bei der Gilde dafür bekommen. Weil nach allem, was ich gestern noch erspielt hatte und nachdem, was ich jetzt hier noch erspielt hatte, habe ich gesehen, sind wir ein komplettes Level höher gestiegen. Das ist also schon richtig krass viel. So, was haben wir denn noch von den, ja genau, zweimal müssen wir jetzt noch die Fische fangen. Da müsst ihr jetzt nicht dabei sein, das werde ich jetzt rausschneiden. Ihr werdet dann nur dabei sein, wenn ich das Ganze abgebe und ich schau mal, ob ich da noch was dazu sagen kann bei den Kieselkrabben, was die für Köder benötigen, weil die haben wir definitiv noch nicht gehabt bisher. Bis gleich, dann zur Abgabe. So, ich bin jetzt wieder zurück. Also, ich habe jetzt die drei Hafenheringe gefangen, und zwar an dem Ort, wo wir schon mal gewesen sind und damals auch Hafenheringe, ich glaube, für die erste Stufe der Fischergilde gefangen haben. Die kann ich jetzt hier abgeben. Auch düngen will gelernt sein, genau. Wenn ich jetzt wüsste, wo die jetzt drin sind. Hier. Danke. Hoffentlich hast du nicht so lange daran rumgetatscht. Nee, das nicht, aber es war doch ein bisschen problematischer, als ich es mir gedacht hatte. Auch wenn ich etwas Angst davor habe, dass du meine Bestellung zu sehr antatscht, hätte ich doch gerne noch mehr davon.
zusätzliche Gegenstände abliefern. Okay, nein, nur diese Lieferung umgeben. Also anscheinend kann man dann zusätzlich auch noch was abgeben und wahrscheinlich mehr Punkte bekommen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es war für mich jetzt schon eine Qual, das überhaupt abzugeben. Deswegen, ja, beende ich das jetzt einfach mal so. Gut, dann geh dir erstmal die Hände waschen. Oh, ist das ein Arsch. Okay, ich habe es jetzt erstmal so beendet, weil das Problem bei der ganzen Sache war, ich wusste zwar noch, wo man die Heringe angelt, die Hafenheringe. Ich wusste auch, dass man die Pillendreher dafür benutzen muss. Aber ich hatte nicht genug von den Pillendrehern, also von den Ködern. Und hatte dann das Problem, dass ich nicht mehr wusste, wo ich überhaupt die Köder kaufen konnte. Ich weiß jetzt aber endlich wieder, wo ich sie kaufen kann. Von hier aus dann nochmal einen schönen Dank an Skull, weil ich ohne ihn, glaube ich, wäre ich jetzt komplett aufgeschmissen gewesen. Und zwar, ich weiß es nicht, ich glaube, es war in diesem Teil hier von der örtlichen Handelsstraße. Da war ein Händler, da stand Waffen, glaube ich, dran. Und wenn man da draufklickt, dann kann man auswählen zwischen Waffen irgendwas, Waffen sammeln und unten stand Waren. Und da muss man dann auf Waren klicken. Und dann hat man die ganzen Köder und so weiter da gefunden. Also da wäre ich jetzt so ehrlich gesagt nie drauf gekommen. Ich meine, das wäre jetzt hier dieser Händler gewesen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch sein, dass der hier gewesen ist. Ich bin gerade am Überlegen, wo wir jetzt hochgelaufen sind. Da oder da. Er war auf jeden Fall, wenn man reinkam. Also wenn man jetzt hier reinkommt, entweder da oder wenn man hier reinkommt, da. Das weiß ich jetzt nicht mal hundertprozentig. Aber da habe ich dann auch endlich noch die Köder bekommen. Und dann konnte ich auch relativ schnell den letzten Fisch noch angeln und den dann ja entsprechend mit abgeben. Mit den Kieselkrabben wird es jetzt wohl etwas problematischer. Ich habe mal im Internet geguckt, weil ich da absolut keine Ahnung von habe, wo ich die überhaupt herkriegen soll. Da habe ich dann zum Glück was gefunden, dass die wohl in seichten Gewässern im Meer sein sollen. Da komme ich wiederum nur mit diesem Schiff hin. Und zwar, wenn wir auf den unteren Dock sind. Hier ist zum Beispiel ein Fähreanleger. Der weiß ich jetzt nicht, ob der uns auch dahin bringt, aber wir haben ja noch diese eine Quest auf großer Fahrt. Die soll uns eigentlich dahin bringen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Fähreanleger benutzen und dann ja, auf die offene See rausgehen. Ich werde jetzt schauen, dass ich jetzt für die nächste Folge nochmal zu dem Händler gehe. Ich meine, er ist hier gewesen, ich bin mir nicht sicher. Nochmal zu dem Händler gehe. Ich werde euch auch nochmal zeigen, wo der genau steht und wie der heißt und wie man die Köder dann holen kann. Und werde dann anfangen mit dieser Quest, also auf große Fahrt. Die ist jetzt hier rot angezeigt für mich, hat aber jetzt so nichts zu bedeuten, sondern das hat nur was damit zu tun, weil ich da halt meine Angelklamotten anhaben muss. Da werde ich mich dann hinbegeben in der nächsten Folge und werde diese Quest dann mal durchmachen, durchspielen und ich hoffe, dass wir vielleicht auch die ein oder andere Kieselkrabbe dort erwischen werden. Wenn ja, dann können wir das nämlich hier auch direkt nochmal abgeben. Also bevor man sowas macht, ist es, denke ich mal, ganz gut, wenn man dann hier mal nachschaut, ob man ja irgendwas Spezielles angeln soll. Also bevor man zum Beispiel seinen Angler ein bisschen levelt, beispielsweise, dass man dann hier nochmal guckt, oh, dann nehme ich so eine Quest an. Vielleicht habe ich ja Glück und finde genau die Fische, die ich jetzt eben dafür brauche. Ja, das war es dann mit der heutigen Folge für mich. Ich verabschiede mich dann erstmal von euch. Ich denke mal, dass ich die letzte Folge, weil die ja doch ziemlich lang geworden ist, in zwei Teile aufgeteilt habe. Also seht es mir nach, wenn ich mich nicht verabschiedet habe am Ende, sondern einfach nur gecuttet habe. Oh mein Gott, was war das gerade im Hintergrund? Wie gesagt, also die nächste Folge dreht sich erstmal ums Angeln, um die eine Quest, die wir da noch haben. Interessiert mich jetzt gerade aktuell auch sehr, weil ich halt eben nach diesen Fischen, noch nach diesen Kieselkrabben suchen muss. Und es interessiert mich natürlich auch, weil das auch ein bisschen mehr zeigt, was man wo wie angeln kann und so weiter. Weil unser Buch ist da ja doch ziemlich schweigsam. Da steht ja alles nur drin, ja, was man halt schon geangelt hat. Was für mich persönlich jetzt natürlich nicht so interessant ist, weil es ist ja interessanter, die Dinger zu finden, die man eben noch nicht hat. Und gerade das brauchte ich jetzt auch bei dieser Aufgabe. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann!
Ciao.